sich die Cannibals des EV Landshut mit den Dragadars aus Bad Aibling zum Spitzenspiel der Oberliga. Die Landshuter gingen als Tabellenführer in das Duell. Bereits zum dritten Mal trafen die beiden Mannschaften in dieser Saison aufeinander. Bei den ersten beiden Spielen wanderten die drei Punkte nach Aibling. Aber das stachelte die Jungs von Trainer Bernie Engelbrecht erst richtig an. Sie schworen Rache. Doch bevor die Mannschaften aufeinander losgingen, trauerte das ganze Stadion um Ludwig Oeller. Er war lange Jahre der Präsident des IVL. Am Sonntag, den 27.01., starb er im Alter von 76 Jahren. Punkt 18 Uhr, dann der Bulli. Schiedsrichter Schur lässt die Scheibe fallen und sogleich gehen beide Teams in die Offensive. Bad Aibling, wie auch in den letzten Spielen, von Anfang an sehr stark. Oliver Häusler, der Keeper der Dragodiles, war in den ersten Spielminuten der wichtigste Spieler auf Aiblinger Seite. Er musste eine Chance nach der anderen abwehren. Hier ein Steilpass, doch wieder ist Aiblings Torhüter zur Stelle und verhindert Schlimmeres. Wieder war es den Landshutern nicht vergönnt, in Führung zu gehen. In der achten Spielminute die bisher beste Chance der Dragodiles, eine 2:2-Situation. Corey Gustafsson passt zu Andreas Schneider, der kommt zum Schuss und der Puck wandert auf mysteriöse Art und Weise in das Landshuter Tor. Der EVL zeigte sich allerdings unbeeindruckt und machte weiterhin Druck. In der 12. Minute antwortete Landshut. Brandon Carper trägt die Hartgummischeibe ins gegnerische Drittel, passt zu Christian Brittig und der schiebt den Puck hinter die Torlinie. Der Spielstand 1:1 und alles war wieder offen. Jetzt ging es um die Führung, die Cannibals weiterhin meist im Drittel der Dragodiles zu finden. Doch Oliver Häusler machte ein weiteres Mal die Führungsmöglichkeiten zunichte. Die Dragodiles sahen nicht tatenlos zu, wie Landshut einer Führung immer näher kam. Hier bat Aibling mit einem gefährlichen Konter. Jedoch Mark Petke stand wie eine Mauer im Landshuter Tor. Der Ehrgeiz beider Teams machte sich langsam im aggressiven Spiel bemerkbar. Hier sind es Brandon Carper und Roman Slesak, die aneinander geraten. Ausgeruht starteten die Cracks ins zweite Drittel. Die Dragodiles haben sich anscheinend nicht nur ausgeruht, sondern auch noch neue Motivation geholt. Sofort nach Beginn des neuen Drittels kamen sie wieder einmal gefährlich nahe an das Landshuter Tor. Doch der Landshuter Keeper wusste sich zu helfen und verhinderte eine erneute Führung der Aiblinger. In der 25. Spielminute machte sich das offensive Spiel von Bad Aibling bezahlt. Andreas Baderhauber spielt den Puck zu Roman Slesak. Der hält drauf und die Führung für Bad Aibling. Der EVL wieder in Zugzwang. Eine Minute später kam postwendend die Antwort. Dusan Halun passt zu André Kaufmann und der macht den Ausgleich. Die Fans des EV Landshut waren sichtlich erleichtert. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Die Kannibalen dominierten das Spiel. In der 36. Spielminute eine erneute Chance des EVL. Dominik Hammer bringt das Landshuter Team zum ersten Mal in Führung. Fast anschließend bekommt Brandon Carper einen grandiosen Steilpass. Er ist allein vom Tor, schießt und das Ding ist drin. Doch der Schiedsrichter gibt das Tor nicht. Er will abseits gesehen haben. Also bleibt alles beim Alten. Der Spielstand 2:3. Das Spiel wurde von Minute zu Minute härter. Immer wieder gab es kleinere Rangeleien. Folglich waren die Strafbanken der Teams immer gut besetzt. In der 39. Minute der EVL im Powerplay. Kamil Tupal gibt den Puck weiter an André Kaufmann, der zu Brandon Carper und der schlänzt die Scheibe ins Tor. Der neue Spielstand 4:2. Das hat den Dragodiles das Genick gebrochen. Von da an spielten sie nur mit halbem Einsatz. Aber hier eine äußerst unschöne Szene. Nach Drittelende gehen die Spieler aufeinander los. Der Schiedsrichter entscheidet 2 Minuten für körperlichen Angriff auf beiden Seiten. Im dritten Drittel sah man beiden Mannschaften die Spuren von 40 Minuten DEL-würdigen Eishockey an. Die Dragodiles sowie die Cannibals lieferten eine Spitzenleistung. In der 50. Minute kam Landshut wieder zum Schuss.
Dominik Hammer legt Thomas Mühlbauer den Puck vor und der baut die Führung auf 5:2 aus. 8 Minuten später das 6:2. Der Torschütze heißt Mario Schmeidler, den Assistent bekommt Jens Feller. 6:2, so heißt auch der Endstand. Der EV Landshut revanchiert sich bei Bad Aibling für die letzten beiden Niederlagen. Noch einen Blick auf die Tabelle. Landshut baut den Vorsprung auf 15 Punkte aus. Einen Aufstieg in die zweite Bundesliga dürfte nichts mehr entgegenstehen.